Funktion. Ich bin ja nun schon das dritte Mal hier und ich bemühe mich schon immer, zum jeweiligen Thema etwas zu sagen. Aber diesmal scheint mir das besonders schwierig. Zum Thema Funktion anhand unserer Arbeit im Bikini Berlin zu sprechen, scheint mir eigentlich zu schwierig. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: konstituiert Funktion Architektur so wie Ort und Material Architektur konstituiert? Ich bilde mir schon ein, dass ich hier ab und zu ein Risiko eingehe und versuche, gerade in diesem Umfeld ein paar ungesicherte Dinge zu sagen und dann zu hören, wie sie klingen. Das heißt eher ein tastendes Denken als ein Präsentieren von Gedanken. Bei den Vorträgen, die ich hier in Aachen gehalten habe, waren mir die Bauten, die ja immer der Veranstalter für uns aussucht, nicht so wichtig. Ich hätte zum Thema Material oder zum Thema Ort über jedes unserer Gebäude sprechen können, bilde ich mir zumindest ein. Ich versuche mir ja immer vorzustellen, wie der Uwe da sitzt und sich mit seinen Kollegen ausdenkt, wer denn über welches Gebäude zu berichten habe. Und ich weiß dann nicht ganz genau, ob er jetzt bei der Auswahl des Bikini besonders hinterhältig gewesen war oder ob er mir vielleicht sogar was Gutes tun wollte. Wenn wir uns dem Begriff Funktion nähern wollen, so scheint mir, dass je näher man ihm kommt, umso mehr fächert er sich auf. Je genauer man hinschauen will, umso komplexer und schillernder und umso weniger greifbar wird er. Das mag damit zu tun haben, dass ich einer derer bin, die eher Mühe haben mit den Dogmen der Moderne und daher vielleicht dem Funktionsbegriff mit besonderer Vorsicht gegenüberstehe. Die Betonung der Funktion und ihrer Ablesbarkeit und vor allem das Postulat einer zwangsläufigen Beziehung ist eines der Urversprechen der Moderne. Ich bin übrigens der Meinung, dass dieses Versprechen nie eingelöst wurde, einfach weil es nicht einlösbar ist. Wenn ich an einem Ort baue, dann hat das sozusagen einen vorarchitektonischen Einfluss. Der Ort konstituiert Architektur und das unabhängig davon, ob ich den Ort jetzt nun wichtig nehme oder nicht. Der Ort ist nicht veränderbar. Der Ort ist vor dem Eingriff da und für den Eingriff wird er interpretiert. Wenn ich ein Material wähle, dann hat das zumindest ab dem Moment nach der Wahl eine klare Folge. Es ist ähnlich wie der Ort, eine zu interpretierende Materie, die nach erfolgter Interpretation dann eine ganz eigene Dynamik entfaltet. In diesem Sinne helfen mir sowohl der Ort als auch das Material bei meinen notwendigen Entscheidungen. In diesem Sinne konstituieren Material und Ort Architektur. Aber die Funktion? Mir scheint, dass die Funktion etwas ist, dessen Begrifflichkeit extrem dehnbar ist. Mir scheint, dass der angeblich konstituierende Gehalt für die Architektur so offen ist, dass mir die Funktion im Normalfall praktisch überhaupt nicht hilft, architektonische Entscheidungen zu treffen. Ja, ich weiß. Die Funktion als Schutz vor den Elementen, die an dieser Stelle gerne angeführt wird, ist aber doch ein wichtiger Begriff. Mag sein, aber ist die Regendichtigkeit, der Schutz vor Wasser, nicht sogar ein gutes Beispiel? Hilft mir die Funktion der Regendichtigkeit in irgendeiner Weise bei meiner Entscheidung, wie das Haus zu sein habe? Nein. Funktionserfüllung ist ein so offenes System, dass nicht einmal bei so etwas Elementarem wie dem Regen daraus irgendwelche Entscheidungshilfen erwachsen. Aus der Interpretation des Ortes folgt etwas, das dann getan werden muss. Aus der Wahl des Materials folgt etwas, was dann konstruiert werden muss. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber die Funktion scheint mir leicht anders zu sein. Auch Funktion muss interpretiert werden, das stimmt. Aber selbst wenn sie dann festgelegt worden wäre, was immer das heißt, dann folgt aus dieser Festlegung und Interpretation eben nichts,
was mir beim Entwerfen hilft. Dann folgt nichts. Der Interpretationskorridor des Begriffs Funktion ist einfach zu breit. Es gibt ja Versuche, sogar die Schönheit als Funktion zu beschreiben. Alles kann Funktion sein. Begriffe sind aber an sich dazu da, um Dinge zu bezeichnen, aber eben auch, um sie von anderen Dingen zu unterscheiden. Begriffe stellen die Unterscheidbarkeit erst her. Wenn alles als Funktion beschreibbar ist, dann nutzt mir dieser Begriff einfach nichts mehr. Wenn die Kiste so groß ist, dass alles hineingeht, dann ist die Kiste als Ordnungsprinzip nicht sinnvoll. In diesem Sinne stelle ich jetzt mal die These auf, dass sich die Funktion wahrscheinlich gar nicht als architekturkonstituierender Begriff eignet. Insofern ist die Reihe Ort, Material, Raum, Konstruktion, die Funktion gehört da gar nicht hinein. Es gibt diese Intelligenztests, kennen Sie bestimmt, nach dem Motto Hering, Makrele, Sardine, Dose. Bitte kreuzen Sie an, welcher Begriff gehört nicht dazu. Es ist nicht ganz eindeutig, weil es von Heringen und Sardinen und Makrelen selbstverständlich Dosen gibt. Aber es ist eben nicht so, dass die Dose den Fisch konstituiert. Ich fürchte also, Funktion gehört einfach nicht dazu. Und nun gebe ich zu, dass ich überwiegend Umbauer bin. Das heißt, dass das Gebäude sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig in unseren Arbeiten gegeben ist. Und oft hat das Gebäude hinterher eine andere Funktion als vorher. Und oft sieht es danach sogar gleich aus oder auch ganz anders. Und oft ist es doch so, je genauer ein Gebäude für seine Funktion errichtet wurde, umso schlechter kann man es umnutzen. Daraus könnte man sogar folgen, dass die Funktion einem Gebäude im Wege steht. So weit würde ich gar nicht gehen. So gesehen ist das Bikini ein gutes Beispiel. Ein sehr disparates Programm, ein Generalplaner, der gekündigt wurde, ein Bauherr, der etwas anders wollte als bisher, ganz normaler Großprojektwahnsinn. Kaum eine Funktion blieb so, wie sie war. Aber die Qualität von diesen Architekturen besteht ja geradezu darin, dass es eigentlich egal ist, was für eine Funktion da drin ist. Das Gegenargument lautet, aber die Funktionsneutralität ist doch auch eine neue Funktion. Da ist sie wieder, die große Kiste, die mir nicht hilft, Unterscheidungen zu treffen. Zumindest beim Gebäude wie dem Bikini. Das Bestandsgebäude selbst ist das, was die Architektur konstituiert. Umbau ist zumindest im Falle des Bikini gar keine funktionale Fragestellung. Es geht viel eher um Nutzungsermöglichungen, um das Umnutzen. Es geht eben darum, die Funktion des Gebäudes, der Architektur zu ändern. Warum gibt es eigentlich den Begriff der Umfunktion nicht? Es geht genau darum, dass die Funktion das alte Gebäude nicht konstituiert hat. Sonst müsste es bei geänderter Funktion ja verschwinden. Bei geändertem Ort wäre das Gebäude weg. Also konstruiert es Architektur. Und bei geändertem Material wäre das Gebäude auch weg. Also konstituiert Material Architektur. Geänderte Funktion interessiert das Gebäude wenig. Das lässt für mich den Umkehrschluss zu. Funktion konstituiert keine Architektur. Vielen Dank.